Hey ho, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring, ding, ding, ding. Ich bin hier südlich der geilen Ruinen und wir haben bis jetzt noch nicht hier oben unseren Fuß hin verschaufelt. Und wenn ich mich gerade ein bisschen umgeblickt habe, sehe ich, dass hier ein Turm ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob der halbwegs erreichbar ist. Dann ist da auch noch ein Turm, das könnte hier sein. Ich könnte mich aber auch völlig irren. Aber schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Okay. Oh, ein Hütter. Da hinten unten wollten wir hin. Da sind diese Ruinen, aber da sind die... ist dieses Schlössbürgchen, Bürgilein. Ich weiß nicht, Dieter Bürgis Heimat. Und ja, da wollten wir uns ja nochmal umschauen. Oder generell hier nochmal in der weiteren Gegend umsehen. Das, die große Herausforderung hier an der Stelle ist einfach, dass hier diese wahnsinnig vielen Riesenviecher sind. Oh no. Hat es mich gesehen? Ich meine, sonst hätte es sich wahrscheinlich... Oh. Oh, ein weiteres Gnadendingsi. Sehr schön. Und Fußspuren. Fußspuren gut. Fußspuren kann man hauen. Ich meine, ich könnte... Okay, ich habe einfach mal so Kriegsascheflamme der Roten Mähen erhalten. Gut, oder auch nicht. Ich bin... Achso, die haben gerade gegen die hier gekämpft, scheinbar. Ja, müsste auch mal möglich sein, gell? Genau. Ich glaube, hier erblicken wir Limgrave. Ach ja, was ich auch noch völlig vergessen habe, ist, ich wollte ja nochmal mit... wie heißt es noch gleich? Ich wollte nochmal... wegen dieses Wesens in den Limgrave-Wäldern im Nebelwald, was wir auf dieser Ruine gesehen haben, mal was unternehmen. Aber jetzt gerade ist das hier... Hi! Ja, stört euch nicht! Stört euch nicht! Mein Gott! Oh Gott! Es regnet Todesregen auf die Birne! Uiuiui! Nein, kein Tröti! Kein Tröti. Doch, Tröti. Okay, die sind stärker, als ich gedacht habe. Ja, genau hier ist klar. Aha, ich meine... Sprengst du? Warum sprengst du nicht mehr? Boah, ey. Lecken. Oh Gott. Benutzt du meine Heilmedizin mal? Danke. Oh Gott. Absteigen, bitte. Doch. Nicht jetzt. Oh, gerade klappt gar nichts. Okay. Ein Fettor. Haha. Okay. Ah, mal sehen, ob ich dich mit dem Großschwert der Geilheit... Ja. Und jetzt sterben lassen. Was? Jetzt aber. Oh Gott, da kommt noch mehr. Ah, das sind Radarnhorste. Oh, Horst 2 ist weg. Oh Gott. Gott. Nose. Aha. Haha! Großschwert, wunderbar! Soll ich doch wieder. Oh Gott, mein. Lasst mich doch mal was nehmen. Okay, die habe ich jetzt weggeholzt. Oh. What? Kannst du dem Gegner. Hier, danke. Peaks! Okay. Okay. Das war nur einer, der so richtig mächtig stark gewesen ist, glaube ich. Dann. Wertvolles Objekt voraus und hatte nicht erwartet das Feuer. Achso, vielleicht ist das das Teil gewesen, welches ich gefunden habe. Okay, da unten. Es ist die Frage, ob da unten noch irgendwas ist, ne? In dem Gesocksbereich hier. Wir machen das, was wir immer machen. Wir umrunden erstmal die Festung hier. Okay. Vielleicht doch keine so gute Idee, aber wertvolles Objekt habe ich gehört.
Macht ihr Friendly Fire, ja, ne? Ja. Oh Gott, ich sollte was anderes nehmen. Das Großschwert. Wie wär's, wenn ich mich mal hier auf der Pferd setze? Das wäre doch super. Ne? Ja, schön drehen, schön. Dreht euch ineinander. Flamme, gib mir Kraft. Ist das Power... Oh. Geht es in die Luft? Explodier. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Wow, 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 wow. Weg hier, weg hier, weg hier. Uff, uff. Worauf habe ich mich da eingelassen? Okay, da ist... Jo, danke. Danke, ich komme ja gerade nicht mehr voll. Es ist echt super gemacht. Oh Gott. Ja, das ist so. Ich kann nichts machen, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist so fair. Yeah! Ui, das war knappo. Okay. Oh my goodness. Oh my goodness, das will ich nie wieder erleben. Holy shitballs, ey. Holy shitballs. Aber hey, es hat Seelen gegeben. Die Frage ist jetzt nur: Do I get over here? Do I get up here? Nope. Okay. Dann eben nicht. Die Frage ist, die Früchte unserer Lenden... Nein, die Früchte unserer Lenden brauchen wir nicht. Okay, hier unten... Keine Ahnung, ob es hier so eine Art Tunnel gibt, der hier nach oben oder sowas führt. Könnte natürlich sein. Ja, stirb mal. Okay. Moment, hast du was... Ja. Blaue Strahlen. Sind es, die uns anzeigen, dass der Gegner was gedroppt hat oder entsprechende Bälle oder sowas. Okay. Ernsthaft? Na also, okay. Kann ja durchaus sein, dass man hier hoch soll, um weiter hochzukommen. Aber kein Zugang an dieser Stelle hier. Mir stellt sich jetzt gerade wirklich die verdammte Frage, how the fuck komme ich hier rein? Aber vielleicht... Soll hier ja der Zugang sein. Ja, erscheint mir so tatsächlich angelegt worden zu sein. Ja, scheiße, wenn die Treffer nicht mehr connecten. Okay. Okay. Ja, dann eben von der Seite aus hier. Es tut mir leid, wenn die Folge ein bisschen konfus ist, aber ich habe nicht mit einer derartigen Gegenwehr hier gerechnet. Also, dass die Feinde entsprechend formidabel sind und uns schnell... Oh, boy. Ich hoffe, du kommst hier nicht runter. Ich gebe dir mal was zu futtern. Have fun. Oder auch nicht. Okay, wir müssen den... Moment, kann ich den theoretisch nicht einfach... cheesen? Wir cheesen jetzt. Hoffe ich. Zumindest, dass der Feind uns gerade mal ein bisschen was hier machen lässt. Okay, wir haben den Erden... Nee, den kann ich noch gar nicht benutzen. Wir haben einen normalen Großbogen, aber ich nehme einfach mal das Ding hier. Hab ich noch... Ja, ich habe noch Pfeile. Sehr schön. So. Auge, yeah.
Es ist nicht Herz aller Lebs. Die Frage ist, was kannst du tun? Ich meine, ich könnte in den Nahkampf gehen, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, wenn ich ehrlich sein soll. Ich möchte gerne die Tür aufkriegen. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich mache. Gott. Was ich machen möchte. Dafür. Wir gucken mal, ob wir das vielleicht später kaputt hauen. Ach Gott, warum trackt alles? Ist das wieder so eine Meckerfolge? Aber was soll's. Die Gegner. Alles von den Gegnern trackt 100%. Und meinst du, ich geh einfach vorbei? Okay, nehmen. Ja. Ja, danke. Warum? Oh Gott, ey. Zwei von denen halte ich nicht aus. Zwei Turtler. Okay, der hat mal wieder... Wie macht das Ding von hinten aus Schaden, hä? Natürlich hat der Falt mal wieder um Längen mehr Reichweite als ich. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Was soll ich denn mit den Ausschüttern? Ich mache einen Sprungangriff mit meiner langen Stich- und Hiebwaffe. Und ich treffe Scheiße. Okay, mal sehen, ob ich an deinen Scheißrücken rankomme. Natürlich nicht, wenn... mal wieder hier Bückschmutz Deluxe rumliegt. Ja, nein. Oh Gott. Oh Gott. Natürlich so ein Delayter-Schlag. Ja! Yeah! Und ein bisschen Heizung voll machen, danke. Ja! Yeah! Jetzt hat es wenigstens mal auch mal getroffen hier. Oh, Miedestein 2, yay! Was hast du hier zu sehen? Nein, lass das Fest des Krieges beginnen. Ehrt General Radahn mit dem Ruhm eines Kriegers. Es liegt in euren Händen, Sir Jaren. Yay. Oh! Truhe. Eine Truhe. Erbe der Sternengeißel. Oh, das klingt gut. Das klingt echt nice. Okay, gucken wir mal, was es denn so tut. Vielleicht Weisheit? Ne, erhöht die Stärke. Um? 5 Punkte, glaube ich. Ein Talisman verziert mit der Gravur einer Szene aus einem Heldenepos. Erhöht die Stärke. Der mächtigste Held der Halbgötter stellte sich allein den fallenden Sternen. Und indem er sie zerschmetterte, besiegelte er das Schicksal des gesamten Firmaments. Krass. Okay, geil. Den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden in meinem anderen Spielständen. Wobei, ich kann eigentlich nur von dem Stream-Charakter sprechen, weil mit dem anderen... Zu einem anderen komme ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich dazu. Aber hey, ist okay, ist okay. Wobei, das ist... Scheinbar nicht... Oh Gott, auch das noch. Ich meine... Yay! Ich weiß nur nicht, ob ich hier wieder zurückkomme, wenn ich das Ding benutze. Deswegen... Hey! Einwärmender Stein. Okay, gucken wir nochmal. Also wir können... Von der Seite, dann können wir da noch hin. Oh Gott. Aber schauen wir uns erst... das wird ein Sprung. Ja. Ah, toll. Da ist ein Hebel. Nur wie kommt... Ja, dann würde ich mal sagen...
bleibt eigentlich nur noch der Fall hier runter. Kann ich... Oh. Gut. Toll. Ich kann es von hier aus ein bisschen cheesen. Und wisst ihr was? Ist mir völlig egal. Ich versuche es einfach mal. Oder auch nicht. Okay, lassen wir es erstmal, hoffen wir mal, dass wir vielleicht den Kampf hier... Huch. Nein, hier gibt... Wie kommt man zu diesem Hebel, ey? Wie kommst du zu diesem Hebel? Ein Katar! Eine Waffe, glaube ich. Was haben wir mit dieser Waffe denn gewonnen? Okay, das ist ein Achso, eine Faustwaffe. Okay, ja, ergibt Sinn. Ein fremdartiger Dolch mit seltsamem Griff. Die Klinge fungiert als Verlängerung eurer Faust. Talent, aufspießender Stoß. Naja. Sehr gut, wir können Objekte herstellen. Vielleicht kann ich... Habe ich davon noch welche? Ja. Wie viele? 40? Wir probieren mal, ob ich den damit vergiften kann, von hier oben aus. Ja... Gefahr erkannt und so weiter. So. Ah, scheiße. Wieder mal viel zu agil. Ja, das wird jetzt Gezerge hier. Das wird jetzt ein Gezerge. Knochenpfeil? Das ist normaler Pfeil. Knochenpfeil ist schwächer. Scheiße. Aber was soll's. Haha! Shit! Yay! Oh, das war knapp. Oh Gott, dass ich ihn schon so weit runtergehauen habe. Erkennt noch jemand was? Ich erkenne, dass ich gewonnen habe. Gewonnen, gewonnen. Kriegsasche, Löwenkralle. So, wie kriege ich jetzt die Scheiße hier auf? Und einen Runenbogen. Kriegsasche, Löwenkralle. Und das nur mit meinem Laginat? Na gut, ich hatte ihn schon mehr als zur Hälfte runtergehauen. Also von daher, das lohnt sich jetzt, oder das zählt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt als Sieg. Aber es ist mir egal, es ist mir sowas von egal. Kriegsasche, Löwenkralle, verleiht einer Waffe Affinität und Talente. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität schwer und folgendes Talent. Löwenkralle, Talent der Rotmähnen, die an der Seite von General Radan gekämpft haben, führt einen Vorwärtssalto aus und schlagt eure Gegner mit der Waffe. Zur Verwendung mit Schwertern, Äxten und Hämmern. Klingt gar nicht mal so verkehrt. So. Das bedeutet aber, wir haben jetzt auch dieses Schloss, diese Burg tatsächlich eingenommen, glaube ich. Wir haben so ziemlich alles damit gemacht. Das heißt, ich könnte in der Tat... mal den Teleporter benutzen. Denke ich mal. Ja, das... Ah, das machen wir. Aber was mir immer noch keine Ruhe lässt, ist... How the fuck... Moment, oder? Ist das gedacht, dass du hier einfach rüberspringst? Ich glaube, dass... Oh, es ist einfach gedacht, dass man hier rüberspringt. Fantastico! Ole, ole! Na, egal. Egal. Haben wir erstmal den hier abgemacht. Das heißt, für den Fall der Fälle kommen wir jetzt auch wieder durch den Haupteingang rein.
Hoffe ich mal, denke ich mal. Ist bestimmt so. Okay. Genau, da ist die Tür. Und dann gab es ja noch irgendwie einen Loot, der hier rumhing oder so. Zumindest habe ich da mal was aus der Entfernung gesehen. Das könntest du gewesen sein. Ein Pilz. 10 Pilz. Yay! 10 Pilz für meine Freunde und mich, Oba. Obama? Nee. Okay, also wir sehen uns beim Teleporter wieder, wenn ich da bin. Was für ein Weg. Irgendwas noch hier übersehen? Ich hoffe nicht. Aber können einfach mal unser Blick schweifen lassen. Nice. Also, keine Ahnung, wo mich das hinführt. Diese kleine Burg hier war mir jetzt auch völlig neu. Ich hasse diese Löwen. Oh. Gibt's hier eine Gnade in der Nähe? Hi, ich meine, how about no? Oh Gott. Oh Gott, weg hier. Trink mal ein. Ja. Oh, oho, seht ihr das hier? Ich kann leider die Karte jetzt anmachen. Das ist hier einfach den Weg runter. Da findet man gar nichts, wenn man dran vorbeireitet. Die goldene Saat von Kaelid. Keine Ahnung, vielleicht hat jedes Gebiet sowas. Oh, dann hast du hier Köters. Okay, das ist das, oh Gott, nein. Yay! 7 Seelen! Völlig umsonst! Ohne was dafür zu tun, außer zu existieren. I like it. Das ist die Frage. Oh, hi! Lasst ihr mich hier vorbei? Ja, bestimmt. Ja! Oh, eine Gnade! Gut, dann können wir das jetzt alles soweit resetten. Dann haben wir schon mal, ja, also das, da muss man jetzt nicht unbedingt einen hin teleportieren lassen, aber was soll's. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir hier vielleicht durchkommen oder nicht durchkommen. Yay, ich verbrenne wieder. Ich stehe. Schnell aufstehen. Oh Gott. Und weg hier. Oh Gott, bitte. Ja, natürlich. Trinken. Keine Ahnung, was mich da jetzt auch noch irgendwie ins Visier genommen hat. Das darf doch nicht wahr sein. Stehst du? Steh auf! Was für eine Rotze. Ich meine, ich war schon bis hier. Die sind auch anscheinend ziemlich gut darin, dir in den Rücken reinzuballern. Jetzt plötzlich nichts mehr. Oh doch, vergesst, was ich gesagt habe. Ah, okay. Geben wir einfach mal im Stufenaufstieg nochmal was an den Glauben zurück, damit sich das auch ein bisschen gelohnt hat, was wir gemacht haben. Dann wollte ich ja eigentlich nochmal da unten ein bisschen was gucken. Und dann machen wir für dieses Gebiet hier erstmal Schluss. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Burg so dermaßen lange fordern wird. Sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, fordern ist der richtige Begriff. Ach du Scheiße, das sind diese komischen Viecher aus der Mine. Aus der... Du bist im Arschmine. What the heck machen die denn hier? Okay, bewachen die irgendwas? Naja, sieht... Jo, thank you. Naja, sieht nicht unbedingt danach aus. Oh Gott, das ist hier ist der... Supersumpf-fürchtig. Oh Gottness. Okay, das hier wird mich irgendwo hinbringen, hinführen. Na, dann machen wir das doch mal. Folgen wir... dem illustren... Typen? Ah, hier vorne. Ich hoffe, diese verdammten... Okay, thank you.
Hier ist es mir zu voll mit Libellen. Wo ist der Typ denn jetzt? Ah, hier vorne. Ich habe das Gefühl, irgendwas folgt mir und ist gerade von Scharlachfäule zerfressen worden. Oder es wird gerade davon zerfressen. Ihh, wieder Riesenblumen. Ich hasse sie. Ah, sehr schön. Kopf einer großen Libelle war für irgendwas, was Vergiftung enthält. Okay, es ist wieder weggefleucht. Ich habe den Eindruck, dass das, was sich hier verbirgt, dass ich das durchaus selber finden könnte, aber... Yay! Super Laserstrahlen from Outer Space mal wieder. Oh, hier vorne. Ich glaube, da wollte er mich hinführen. Ja, dann tun wir das doch mal. Wir haben ja noch genug. Das sind sogar zwei Stück, die jetzt mal wieder weg sind. Aber wir haben ja auch noch was im Repository zum Kaufen. Mach mal Licht an. Thank you. Oh, es ist eine Kerkerhöhle. Ich weiß nicht warum, aber auf den ersten Blick sah das irgendwie danach aus, als wäre hier direkt eine Truhe. Hier ist direkt eine Truhe. Ich habe so mein Problem mit Truhen direkt am Eingang stehen. Die sind in der Regel eher als Falle aufgebaut. Oh nein, ein Runenbogen. Krasse Sache das. Los, mach das. Herbeirufungsreserve ist jetzt aktiv. Das heißt, sollten wir hier zu früh sein? Das ist eine Ratte. Meine Auffassungsgabe ist formidabel. Es ist eine Ratte, die durchaus Hitpoints hat. Mehr als die bisherigen, glaube ich zumindest. Aber Kerkerhöhle klingt doch schon mal sehr einladend. Licht voraus benötigt. Ich habe Licht. Ich bin das Licht. Kein Pferd und Lügner voraus, okay. Wobei, bis jetzt zu dieser Stelle mag ich meinen Naginator doch durchaus. Visionen von Keller, ja? Ein Kerkerkeller. Ja, mal gucken. Wenn ich stärkere Gegner sehe... Okay. Wenn ich stärkere Gegner sehen so und begegnen sollte, werde ich eventuell nochmal auf mein Uchigatana umschalten, weil... Wenn die Ratten schon zu viele Hitpoints haben, Verrat voraus... Kommt hier irgendwas von hinten? Aber von oben würde ich ja sehen, weil die Höhle ist jetzt nicht allzu hoch. Falle vom Abspringen voraus. Okay. Aha! Hab's geschafft. Ja, und was bringt's? Ich muss hier wahrscheinlich so oder so runter, oder? Damit's weitergeht. Jo, also, aber was, man wollte wahrscheinlich drauf vorbereitet werden. Warum? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Eindruck, dass man hier mit wieder auferstehenden Leichen zu tun haben könnte. Und die sich dafür rächen wollen, wie stark sie gemartert wurden. Oh Gott, das sind die Explosionshainis. Oh oh. Was? Ja, ich roll weg. Wundervoll. Ich roll sofort wieder dahin. Ah, nochmal. Hahaha. Okay. Da ist noch eine Türe. Ich komme hier aber auch nicht durch. Das, Ich mag den Anstoß an. Oh, das ist, Geht schön tief rein. Kriege ich den dort... Ich weiß ja nicht, ob das... Na, okay. Dann darf er da drin bleiben. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, die zu töten. Aber Türen, die geschlossen worden sind, konnten zumindest zu früheren Zeiten auch mal aufgemacht werden. Zwei davon stunnen ein. Da sind sogar drei Stück drin. Okay, der hat den anderen noch weggeholt. Ja, okay, da sind jetzt nur noch zwei drin. Das gefällt mir. Einer. Ich bin im Zahlenraum bis drei noch nicht so firm.
Ja. Yeah. Da sind auch noch genug von denen. Na, was soll's? Kann es sein, dass ich meine Zeit total verschwende? Natürlich nicht von dieser Seite zu öffnen. Oh. Das heißt, ab hier wird's übel? Kübel? Fragezeichen. Oh, da ist was. Oh, kleine Mini-Wichte, ich liebe sie. Ja, ist auch fair, ne? Dass ich mit einem Angriff, der vertikal von oben nach unten beim Runterfallen ausgeführt wird und mit dem ich genau auf dem Gegner lande, dass er den Gegner nicht trifft. Das ist absolut nachvollziehbar. Und das mag ich, weil der Vorteil, den ich aus der Position hatte und den ich auszunutzen gewillt war. Ah, komm, leck mich. Keine Ahnung, vielleicht kann man in irgendeine. Ja, man wird irgendwie in diese Zellen reinkommen, aber. Scheinbar noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Mein Gott, ob ich meinen Weg hier jemals wieder zurückfinden werde? Kann ich euch einzeln einlocken, anlocken? Bist du jetzt vergiftet? Du bist vergiftet. Nein. Hahaha! Haha! Tunnel suchen, okay. Dann eben nicht. Ach komm. Komm, lass mal. Haben wir ein bisschen vorgeprenkelt. Also, wahrscheinlich werden irgendwann. Wahrscheinlich werden irgendwann diese Türen aufgehen und dann kommen sie alle gleichzeitig raus oder so. What? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte vielleicht meinen Naginator mal schützend vor mich halten. Man weiß ja nicht, was so passieren könnte. Vorsicht vor links. Ah, verstehe. Vorsicht vor rechts vielleicht auch? Keine Ahnung. Okay, es ist eine Mini-Ratte und eine Mutterratte. Hey, Spezialangriff hinterher. Okay, plötzlich kann man den Gegner nicht mehr treffen, ist klar. Und da war... Oh, wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Oh Gott. Ja, genau. Ich bin mitten im... Oh. Mitten im Lauf bin ich. Und dann beißt die mich von seitlich so ein bisschen an. Oh, ich möchte eine von euch umbringen. Eine. Gleich ein bisschen handelbarer. Holy shitballs. Vorsicht von links. Ah ja, von rechts. An der Armee der Finsternis. Oder auch nicht. Egal, noch leben wir. Goldene Rune 4 und Schildkrötenhalsfleisch. Zweimal. Für die bessere Zubereitung für später einmal. Okay. Okay. Oh ja. Oh ja, danke schön. Davon haben wir ein paar, dann benutze ich davon nochmal welche. Okay, machen wir heil. Wo einer ist, werden sicherlich auch zwei sein. Komm mal zum Papa. Oder fünf. Okay, einer weniger. Könnte ich mal rollen? Ich drücke so gerade ein paar Mal drauf. Könnte ich mal leben? Ich hab... Ich sehe nicht, was da auf dem Boden ist. Ich sehe es einfach nicht. Nein, ich wollte eigentlich wieder in mein Inventar und nochmal das hier benutzen. Danke. Jetzt wäre es cool, wenn sie nicht alle gleichzeitig rausgehen würden, rauskommen würden. Ich hätte vielleicht mein Uchigatana benutzen sollen.
Ah, da warst du. Okay, einer weniger. Und zwei weniger. Das waren, glaube ich, schon mal mehr als vorhin. So, komm mal her. Ich habe die zwei in der Tür vorhin einfach mal leben gelassen. Die sind mir zumindest nicht gefolgt. Okay. Beinschutz der Soldaten. Jetzt ist natürlich die Frage... Ah, da oben ist noch einer. Ja, das Naginata ist schon gut, weil es hat eine gute Reichweite gegen diese Viecher hier. Okay, eine Tür. Und ein Lecker... Oh, jetzt hatte ich gerade echt Panik wegen dem roten Geist. Dunkelschmiedestein 5. Okay, ich habe den Eindruck, hier sollte ich auch noch nicht sein. Ich glaube, das ist die Tür von der anderen Seite. Yay! Okay, schauen wir uns nochmal hier oben um und hoffen, dass hier nicht so eine Ranzwurst noch von der Seite kommt. Wozu ist die Tür da? Ich meine, ich komme genauso auch hier durch und will ich jetzt den Weg nochmal zurück? Ja, komm. Ja, jetzt geht der ganze Kack auf. Nehme ich mal an und jetzt können wir uns hier lootenderweise durchprügeln. Und hoffen, dass wir es dieses Mal überleben. Es ist wieder einige Tone in dieser Folge. Wir könnten langsam in Richtung der 100 reinkommen, glaube ich. Ich meine, es kann jetzt natürlich sein, dass der ganze Weg jetzt hier für den Arsch gewesen ist. Hey. Okay, der ledigt sich uns schon von selbst. Das finde ich gut. Oh, war da was? Wir sind hier rausgekommen. Einfach mal. Ja, mach dich mal so flach, du kannst. Oh, das war ja fast wie von... Wo kommst du denn her? Achso, du... Ja, ein Pixel Lebensenergie noch. Das ist... Das mag ich. Das ist toll. Gebt nicht auf, Skelett. Okay. Die Frage ist, ist das jetzt hier optional oder nicht optional? Verborgener Pfad voraus. Oh, hier sind aber ordentlich viele umgebracht worden. Goldene Rune 4. Regenbogenstein. Aha. Aber da wir hier nicht mehr hochkommen, fürchte ich, merken wir uns das für später. Genau. Laufen jetzt erst nochmal hier ein bisschen rum. Weil es gab ja durchaus noch das ein oder andere Schätzelchen in einer der Zellen aufzuklauben. Beispielsweise hier. Einer wieder zurück. Sehr schön. Ein Wakizashi. Ja, hältst du Abstand? Hi. Es ist durchaus cooler, wenn sie mehr Schaden an ihresgleichen mit einer fucking Explosion ausrichten würden. Okay. Aber warum setzt die Wände immer so dahin, dass da Wände sind? Oder Stühle! Holy moly, ey. Mein Gott, musst du hier aufpassen. Und hier war nichts, oder? Hier war nichts außer dem Rotzi. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie... Okay. Der ist, glaube ich, zu oft pumpen gegangen. Der Brustkorb hatte schon die Muskulatur nicht mehr aufnehmen können. Was? Benötigte Person? What? Bösartige Person voraus? Ah, vielleicht wieder Lügner oder sowas. Jemand, der da hingesetzt hat. Vorsicht vor Publikum? What? Ich glaube, ja, hier sind wir runtergefallen. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, jetzt gerade... Oh. Helfen wir ihm auf! Jawohl.
Nice. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt hier alles soweit angeguckt. Dann ist, glaube ich, der einzige weitere vorwärts führende Weg oder seitwärts oder whatever. Derjenige, den wir hier freigelegt haben. Da ist es, glaube ich. Jawohl. Okay, da lässt sich's runterfallen. Ich erinnere mich jetzt gerade an den Zugang zum Bären. Ich frage mich, ob hier jetzt auch der Boss ist. Nochmal ein Bär? Wobei, wenn hier ein Boss sein sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe. Moment, Wakizashi. Nee, Uchiga. Wo ist denn das Wakizashi? Einen Augenblick. Ach, das ist eine Dolchwaffe, okay. Löst auch Blutverlust aus. Ein Kurzschwert mit wellenförmigem Klingenmuster. Eine einzigartige Waffe. Der Schilflandkrieger verursacht Blutverlust. Diese Schwerter gelten als meist als Nebenwaffen. Ein dämonischer Schwertkämpfer namens Okina führte diese Waffe jedoch in der linken Hand und in der rechten ein Katana. Oder ein Katana. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Also ist das ein Hinweis, dass wir eventuell das Ding gut mit einem Katana führen können. Aus der rasende Duellant! Kennen wir doch, oder? Okay. Nicht okay? Aha! Oh, ich lebe irgendwie noch. Gott, ey. Gott im Himmel, wenn du nicht in der Lage bist. Ich dachte, ich wäre gerollt. Holy shitballs! Wieder Combo an Combo an Combo, wo du. Aha! Aber jetzt kommt! Der Hinterhof! Okay. I like it. Okay. Gestunt und doch nicht gestunt. Ja, Fishing for Backstabs funktioniert gerade nicht so gut. Geil. Tot! Jawoll! Ich habe den Eindruck, dass es bei mir gerade ein bisschen mehr Klick gemacht hat. Stinkende Leichenasche. Okay, lesen wir. Sofort. Mal wieder. Asche, in der noch Geister verweilen. Hiermit ruft ihr die Geister von vier verfaulenden Leichen. Diese Geister erscheinen in einiger Entfernung vor dem Rufer. Ihre Bewegungen sind zwar langsam und ungelenk, aber ihr Stöhnen zieht die Aufmerksamkeit eurer Gegner wie magisch an. Der wahre Tod scheint für sie fast unerreichbar. Ja, die ist voll in Ordnung, sag ich. Da kann ich mich an den Anfang zurückbeamen lassen, okay. Da kommt man also aus, wenn man da hinkommt. Gut. Dann bin ich da erstmal durch. Jetzt pese ich da nochmal so ein kleines bisschen rum, um mal zu gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Und falls ja, dann weiß ich noch nicht, ob ich dafür jetzt Zeit habe. Beispielsweise haben wir hier noch ein kleines Lagerlein. Und manchmal ist in Lagern ja auch noch der ein oder andere Schatz verborgen. Beispielsweise das da. Oh, steig mal ab.
Ja, wieder mal Scheiße im Rücken. Komm, leck mich doch. Ah. Haha! Nicht haha! Okay, jetzt ist das... Jetzt sind wir unter uns! Ah, das ist die Spezialsoße von... Immer wieder so viel. Du kannst doch bestimmt bluten, oder? Du hast auch eine Blutgruppe. Danke, Schild. Okay, er kann doch nicht bluten. Bitte lass mich jetzt nicht Scheiße im Rücken haben. Okay. Bitte keine fiese Truhe. Super. Ein schlummerndes Ei mal zwei. Yay! Hat sich mal wieder sowas schon gelohnt. So, haben wir hier noch irgendwas über der... Aber da... Ah, da unten waren wir vorhin. Hier gibt's noch einen Dunkelschmiedestein. Yeah! Nochmal. Oh. Yay! Für Sprengbolzen. Okay. Yay! Da muss natürlich sofort wieder der Scheißer hier kommen. Oh, thank you. Oh Gott. Nein. Yay. Ah, Gott. Ah, Gott sei Dank. Ah, hier bin ich. So, eine Sache noch, nämlich das hier, das hier, das hier. Das habe ich halt für die Festung gehalten. Ich wollte mich noch hier umgucken. So. Wenn jetzt hier irgendwie wild durch die Gegend geiert, um an den Viechern vorbeizukommen und so weiter. Und hier unten, das habe ich völlig aus den Augen verloren. Da wollte ich eigentlich als zweites hin. Ich glaube, das hatte ich auch am Ende der letzten Folge gesagt. Und auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt hier viel zu lange wird. Ich möchte jetzt am Ende dieser Folge mit diesem Gebiet hier abschließen. Und es sind in der Tat Ruinen. Okay, hoffen wir mal, dass hier kein Boss oder sowas in diesen Wänden ist. Ruinen des Wegpunktes von Kelid. Okay. Ach du Scheiße. Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil diese komischen... Yay. Cool. Darf ich dich so umbringen? Das wäre formidabel. Oh, war das knapp. Holy shit. Okay. Ja, vielleicht hätte ich vorher nochmal meine Seelen ausgeben sollen. Mal gucken. Ich will mir erstmal umgucken hier. Okay, das scheinen die Ausläufer zu sein. Da vorne ist noch ein Turm.
Du bist ein komischer Pilzkopf. Okay, wundervoll. Sind nur... Es sind nur 500.000 Hunde, wo man nicht zum Schlagen kommt, weil sie einem durchstunnen. Okay. Scheiße. Yay! Heilung! Habe ich was gegen die Scharlachfäule? Nein. Yay! Egal. Jetzt, das hier soll jetzt erstmal dazu da sein. Ach du Scheiße. Das Gebiet kennenzulernen, aber how about no? Das sind doch die Viecher, die aus 100 Milliarden Kilometern die Scheiße rauskommen. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht allzu weit weg vom letzten Leuchtfeuer. Ich bin jetzt gerade äußerst angespannt im Sinne von jetzt gleich geht's ordentlich hier gegen den Strich. Deshalb soll's... Ernsthaft? Das Ding habe ich nicht freigeschaltet? Meine Herren! Okay. Stufenaufstieg. Ein Level noch. Ein Level noch danach. Dann ist gut. Moment. Hier haben wir noch einen Text zu lesen. Oder auch nicht. Die Schlacht von Aeonia. Radahn und Malenia in einer Pattsituation. Dann erblüht die Scharlachfäule. Cooles Ding da hinten. Okay. Ich weiß, ich bin ja viel zu früh, glaube ich. Vor allem, weil ich mich noch gegen diese Gegner außerordentlich schwer tue. Die hier rumpatrouillieren. Aber ich versuche jetzt noch... Ich versuche mir jetzt hier so ein bisschen durchzucheaten. Ein Keller wird doch hier irgendwo wahrlich sein. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal hier. Ah! Ein Keller, habe ich es nicht gesagt. Das kann ich dich kaputt machen. Ja, natürlich, du triffst mich, ich triff dich nicht. Ah. Jawohl, okay. Okay, ich bin immer noch im Kampf. Oh, leck mich doch alle. Komm mal her, Hund. So. Jetzt darf ich. Wundervoll. Dann mache ich hier mal ein... Keine Ahnung. So ein Ding hier. Kann ja sein. Dass wir hier jetzt mit einem weiteren Boss beglückt werden. Huch. Oder auch nicht. Homeria! Okay. Oh yeah. Oh ja. Oh, oh baby. Okay, wir haben irgendwas, was Gift macht und wir haben arschvoll komische Viecher hier, die zum Glück aber nicht so wild sind wie das Vieh unten. Aha! Ja, kommt einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Jeder kommt mal ran. Hätte ich mein Schwert doch mal ein bisschen stärker gemacht. Oh, ein Pilzlord. Bist du derjenige, der ein Gift versprüht hat? Das Gift... Der Gift auf der Pferd. Oh, hi. Gott, wie viele von denen sind hier? Alle. Oh. Da ist eine Tür. Aha, daneben. Ha!
So, oh Gott, diese verkrusteten Wände. Ich liebe sie. Kann ja sein, dass hier fies Zeug ist. Oder dass hier in den Särgen noch irgendwas drin ist. Wobei, das sieht alles so scharlachfaulmäßig bewachsen aus. Die Scharlachfäule hat anscheinend eine andere Natur von Pflanzen hervorgebracht. Vielleicht sind das auch die Bakterien, die aus der Scharlachfäule rauskommen. Keine Ahnung. Okay. Der Weg ist frei. Puh, kein Boss? Nein, dafür diese Schatztruhe. Meteorklinge. Das klingt gut. Oh, es ist ein weiteres Katana, was auf Weisheit skaliert. Es tut mir leid, ich fass mein Glück nicht. Jedes fucking Katana, was wahrscheinlich einen guten Schlag besser ist als das Standardzeug, was ich hier habe, hat relativ hohe Anforderungen an Weisheit. Ich werde bei 16 Glauben Schluss machen und auf Weisheit gehen, ansonsten gehe ich hier kaputt. Ein aus Meteoritenerz geschmiedetes Katana für den Kampf gegen Sternfallwesen verursacht Magieschaden. Die schwere Klinge schlägt angeblich so hart zu, wie ein Meteor auf die Erde prallt. Und das Talent Gravitation. Okay! Das scheint das Geheimnis dieser Ruinen hier geworden zu sein. Damit bin ich jetzt hier soweit durch. Gut, hier noch was. Wir machen beim nächsten Mal dann hier im Norden weiter. Bis dahin macht's gut und ciao!